Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 19 The Journey. In der letzten Folge haben wir mit dem FC Bayern die Vorbereitungstour gewonnen, uns den Titel geschnappt, auch knapp mit einem 1:0, was Thomas Müller in der 93. erzielt hat. War ein spannendes Duell. Wir hatten auch unsere Chance mit Alex Hunter, konnten diese aber leider nicht verwerten. Und ansonsten war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wo Liverpool eigentlich an Chancen die Überhand hatte. Aber wir haben das Ding gemacht. Gefährliche Chancen, eigentlich nur zwei. Einmal unsere mit Alexander und dann die von Müller, die zum Glück zum Tor führte. Und jetzt gucken wir. Achso, und wir haben uns noch natürlich mit unseren alten Teamkollegen, ich glaube Gallo war es, oder Gallo, ist ja Spanier, mit dem haben wir uns versöhnt und auch mit den Franzosen, jetzt komme ich leider nicht mehr auf seinen Namen, haben uns mit den beiden versöhnt und gehen jetzt zu dritt, inklusive Daddy Williams, zu viert, meine ich natürlich, Sushi essen in Tokio. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, ob wir jetzt die Sushi sehen oder... Nein. Du musst noch härter arbeiten. Verstanden. Das meine ich völlig ernst. Danke, Coach De Silva. Hab einen schönen Abend. Sie auch. Ciao. Kosame uru yoru wa. Naze ka sami. Ich bin hundemüde und kann trotzdem nicht einschlafen. Geht mir genauso. Hey. Schön mal wieder gegen dich zu spielen, Mann. Das sagst du nur, weil du gewonnen hast. Hast du auch Jetlag? Das und einen Anruf hatte ich auch. Und? Sie haben gesagt, für eine 16-Jährige wäre ich echt gut. Und, ich bin im Team für die WM-Qualifikation! Ich bin stolz auf dich. Danke. Ich werde eben telefonieren. Ja. Danach wird gefeiert. Ja. Es ist mitten in der Nacht. Du schläfst eh nicht. Alles klar in Tokio? Ja, hast recht. Ja, Tokio ist anders. Gut. Ist alles super hier. Meine kleine Schwester Kim wurde eben gerade ins WM-Quali-Team berufen. Sie ist doch erst 16, oder? Mhm. Wow. Ich wusste, dass sie Potenzial hat, aber das ist Wahnsinn. Stell ihr meine Glückwünsche. Klar. Du musst vor Freude platzen, oder? Oh, und dein Schulprojekt kannst du jetzt ja wohl vergessen. Jetzt echt? Ich muss noch ein College wählen und meinen Abschluss machen. Von zu Hause raus. Naja, aber im Moment wirkt das alles nebensächlich. Ja, ja, muss echt stressig sein, so erfolgreich zu sein. Familienschicksal. Halt die Klappe. Macht Platz. Und? Terry, hä? Muss schön sein, wenn der Bruder die Champions League gewinnt. Ja, könnte man meinen. Ruf ihn doch mal an. Hab mit ihm seit Italien nicht gesprochen. Ich vermisse ihn nicht. Als wir Kinder waren, hat Dad uns gegeneinander trainieren lassen. Endloses Flankentraining, immer wieder. Ich war 10 und Terry mit 18 ein echter Bulle. Das sollte mich stärker machen. Jedes Training war eine Knochenmühle für mich. Manchmal
konnte ich kaum noch laufen. Hat sich doch gelohnt. Heute bist du ein Premier League-Star. Ja. Alex, ich halte meine Versprechen immer. Wenn ich was zusage, kann man sich drauf verlassen. Also, wie ist dein Spanisch? Eher schlecht. Ich hab's in der Schule gelernt, aber ich war nie gut. Warum? Das lässt sich leicht ändern. Mal von Titeln abgesehen, mögen es die Realfans eigentlich immer am meisten, wenn ausländische Spieler Spanisch lernen. Los Blancos? Verstehe ich das gerade richtig? Wie ich schon sagte, ich halte immer mein Wort. Wir haben ein 5-Jahres-Angebot von Real Madrid. Atletico hat schon angenommen. Zwar nur widerwillig, aber die Ablösesumme hat sicher geholfen. Es fehlt nur noch deine Unterschrift. B, mir fehlen die Worte. Bleib erstmal ruhig, bis wir es offiziell bekannt geben. Wir sehen uns in 48 Stunden in Europa. Dann werden wir alles finalisieren. Siehst ziemlich glücklich aus. Was soll ich sagen? Ich freue mich für meine Schwester. Lass uns feiern gehen. Ja, wir sind in Tokio. Lass uns was machen. Ja, geht ihr nur schon. Ich bin viel zu müde. Was? Geht ihr mal. Gibt's doch gar nicht. Alles okay, Mann? Ja, wie immer. Wie du willst. Okay, bis dann. Ja. Hey, ist das wegen Terry? Nein, keine Sorge, ich bin nur geschlaucht, also mit dem Jetlag und allem. Ich bin so müde, dass ich nur noch ins Bett will. Okay. Ja, morgen. Ja, klar. Sehr schöne Szene. Puh, viel passiert. Kim, WM-Qualifikationsteam, super Sache. Alex, oh, Angebot von Real Madrid, sein Traumclub, zu dem er immer hin wollte. Was ich sehr kritisch sehe, ob wir ihr schon vertrauen können. Das ist ja wieder so eine Sache. Das ging ja schon mal schief mit diesem Real Madrid-Transfer und den Gerüchten. Ich hoffe, das kommt nicht irgendwie raus und dass er diesmal seinen Traum wahrmachen kann und zu Real wechseln kann. Danny Williams, durch deine Leistung, auch wenn er das Finale nicht gewonnen hat, Vertragsverlängerung mit Liverpool zu besseren Konditionen, was ihn natürlich auch pusht und gleichzeitig auch sein Bruder Terry Williams, ich habe jetzt keine Ahnung, wohl die Champions League gewonnen. Oder damals die Champions League gewonnen, weil zwischen denen liegen ja 8 Jahre. Ich weiß nicht, ob er immer noch Fußball spielt oder nicht. Dazu weiß man nichts, aber das wird sicherlich noch irgendwie rauskommen. Puh, viel passiert, viel Kontext und ja, Danny versucht irgendwie seine Vergangenheit hinter sich zu lassen, während Kim und Alex gerade auf Wolke 7 schweben. Wir gucken, wie es weitergeht. Erstes Kapitel haben wir freigeschaltet. Oh, wir können jetzt diesen alten, schönen Ball in Anschluss benutzen. Und wir spielen jetzt The Journey logischerweise weiter, wenn wir wollen wissen, wie es weitergeht. Und vielleicht noch ein Spiel. Charakter wählen. Ach, wir können also dreimal. Okay, wir können das dreimal durchspielen. Kann das sein? Empfohlen, Mr. Alexander. Okay.
Wieso ist das empfohlen? Mit wem wollen wir jetzt weiterspielen? Alex Hunter ist empfohlen. Ich würde sagen, wir gehen auch hier mit Alex Hunter. Und spielen danach Williams und danach Kim. Weil in dieser Reihenfolge sind sie auch aufgetaucht. In den vorherigen Teil, weil wir haben ja am Anfang nur Mr. Ich bin schon auf diesem Mr.-Trip. Wir haben ja nur Alex Hunter gespielt. Und dann kam Danny dazu als sein guter Kumpel, der sich dann etabliert hat als guter Kumpel. Und dann als nächstes Kim. Ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall hier mit Alex Hunter. Das ist sehr interessant. Ich dachte, man spielt die simultan. Aber jetzt geht es erstmal mit der Story von Alex Hunter weiter. Sommer 2018. Boah, Medienzentrale bei Real Madrid. Und er hat wohl wirklich unterschrieben. Hören wir mal rein. Wir freuen uns, dass Alex Hunter einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben wird. Wir sind überzeugt davon, dass er hier zu neuer Größe aufsteigen wird. In einem Umfeld, das Talente fördert. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Saison. Dafür sind wir da. Und jetzt gerade hat er den Vertrag unterschrieben, Alex, für Real Madrid zu spielen. Muchas gracias. Bienvenido, Alex. A ti por venir. Es un muy gran honor. Sí, lo haces genial. Estar aquí. Eres bueno, tío. Aquí. Aquí. Eso es. Dale, sigue. En Madrid. Sí, eso es. Con Madrid. Todos Estupendo. Ustedes, el pueblo de Madrid. En el camisa de Madrid. Gracias, Alex. Sí, muy bien. Hola, Madrid. Alex, hier drüben bitte. Alex, Sie haben schon bei mehreren Topclubs gezeigt, was in Ihnen steckt. Aber wie gehen Sie mit diesem enormen Druck bei Real Madrid um? Ich meine, wir reden über den berühmtesten Verein der Welt. Die Fans erwarten jedes Jahr den Titel in der Champions League. Ihr Kommentar dazu? Wie ich mit dem Druck umgehe? Indem ich dem Team zum Titel Nummer 14 verhelfe. Druck gehört halt dazu. Das ist Real Madrid. Hier schreibt man Geschichte. Und gehen Sie angesichts der hervorragenden Konkurrenz davon aus, dass Sie sich hier bei Real durchsetzen können? Ich bin zuversichtlich, dass ich das machen werde. Vor allem, weil ich ja schon in meiner Karriere Titel gewonnen habe. Ich bin bereit. Alex, bitte hier drüben. Ein kurzes Lächeln für mich. Ja. Du hast das Trikot. Zeig, dass du es auch verdienst. Der Druck natürlich enorm. Ich hätte auch die Antwort nehmen können, dass wir uns dem Coach beweisen wollen. Aber Alex ist motiviert. Sein Traum ist wahr geworden. Sein Traum ist wahr geworden. Stellt euch das mal vor. Euer größter Traum wird wahr. Und für Alex Hunter ist es, bei Real Madrid zu spielen. Und dieser Transfer, dieser Traum ist hiermit wahr geworden. Worauf er seine ganze Kindheit drauf hintrainiert hat. Und nun kann er es beweisen und sich bei Real Madrid durchsetzen und selbstbewusst
müssen wir auftreten, denn wir haben Titel gewonnen. Wir müssen bei Real Madrid selbstbewusst sein, sonst sehen wir hier kein Land. Und deswegen diese Antworten. Und so ist es. Und auch hier, er schreibt selbst im Social Media, so sieht es aus, wenn man seinen Traum wahr macht. Der Transfer zu Real Madrid. Ich glaube, Alex Hunter könnte bei Real Madrid gnadenlos untergehen. Der Wechsel kommt zu früh. Wen haben wir geholt? Alex Wehr. Okay, Fans ein bisschen zwiegespalten. Reals Verpflichtung von Alex Hunter ist vielleicht der Coup dieser Transferperiode. Alex Hunter wechselt schon wieder den Verein. Real Madrid bestätigt Alex Hunter Transfer. Der nächste Wechsel von Alex Hunter, wie lange hält er wohl diesmal aus? Alex Hunters unglaublicher Aufstieg geht weiter, aber bekommt er auch mit dem Druck bei Real zurecht? Aber kommt, ich kann nicht mehr lesen, Entschuldigung, deutsche Sprache. Liegt mir nicht. Danny Williams schreibt, legt bei Real ein gutes Wort für mich ein. Hashtag danke. Bilde ich mir das bloß ein oder hat Mr. Alexander schon wieder den Verein gewechselt? Ja, das ist natürlich nicht so gut, wenn man jedes Jahr oder jede Saisonhälfte gefühlt den Verein für wechselt. Erste Hälfte der Saison sind wir bei Liverpool, dann bei LA Galaxy. Ah ne, es war andersrum. Eine Saison bei Liverpool, dann LA Galaxy, weil der Transfer fehlgeschlagen ist. Und dann zweite Saisonhälfte Bundesliga bei Bayern. Und jetzt schon wieder den Verein wechseln. Also, huiuiui. Kann man so oder so sehen. Wir haben also Mr. Alexander gekauft. Ja, so ganz sicher bin ich mir da nicht. Die Allergrößten gehören einfach zu den allergrößten Vereinen mit Mr. Alexander. Das ist unsere neue Managerin, sage ich mal. Klar, Mr. Alexander hat Potenzial, aber wenn wir Titel wollen, brauchen wir Erfahrung. Wir verneigen uns alle vor Mr. Alexander, dem neuen galaktischen Helden. Okay, die Fans sind jetzt zwiegespalten. Natürlich unsere Freunde, unsere Berater, natürlich auch alle auf unserer Seite. Aber die Fans in den Social-Media-Einträgen sehr gespalten. Huch. Wir gucken nochmal auf unsere Aufgaben, was wir hier... Oh, alles geheime Aufgaben. Alles klar. Da würde ich sagen, auf geht's. Heute ein bisschen längere Folge. Charakterwechseln. In the Journey. Champions. Gibt es drei Charaktere, die jeweils ihre eigene Story haben. Du kannst jederzeit nach Wunsch zwischen die Charaktere hin und her wechseln. Der empfohlene Weg bietet dir jedoch das optimale Story-Erlebnis. Wechsel zur Story des empfohlenen Charakters, sobald dieses Symbol erscheint. Okay, genau das werden wir machen. Das ist eine super Führung durch die Story. Genauso werden wir das machen. Und das war jetzt, glaube ich, die erste Sache von Mr. Alexander. Ich gucke jetzt mal, wo wir das machen werden. Können wir mal gucken. Wir gehen mal rein, ob wir noch mit Mr. Alexander gehen sollen. Jawohl, wir sollen immer noch mit Alexander gehen. Gehen hier weiter und gehen vermutlich ins erste Spiel rein. Und wir gucken jetzt mal, was wir bei Real hier vielleicht im Eröffnungstraining, es gibt ja immer so ein mega Eröffnungstraining, wenn neue Superstars dazukommen bei Real. Jägermusch. Das wird großartig. Ganz ruhig bleiben. Alex, rede mit mir. Vor 2 Jahren stand ich noch ohne Vertrag da. Jetzt sagen alle, ich wäre der nächste Ronaldo. Schon merkwürdig, oder? Alex, du bist auf dem Weg zum Star. Aber das geht alles so schnell. Du hast eine tolle Pressekonferenz hingelegt. Es wäre da, Alex. Es ist ein gran honor. Es ist eine Ehre, bei Real Madrid zu sein. Er hat völlig recht, Alex. Die Madridistas lieben dich jetzt schon und du hast noch keine Minute gespielt. Stimmt, tun wir. Alex, du musst einfach nur da rausgehen und das tun, was du am besten kannst. Das ist Fußballspielen.
Die La Liga müssen wir dominieren. Und in der Champions League müssen wir zeigen, dass das hier das beste Team aller Zeiten ist. Wir brauchen einen guten Start in beiden Wettbewerben. Tun wir was dafür. Anton, willkommen in unserem Team. Danke, Mann. Und ich bin Joe. Freut mich. Das sind die Coaches, mit denen du arbeiten wirst. Ich verarbeite gerade noch, dass ich bei Real bin. Hier. Dafür sind wir da, dir zu helfen, dich hier einzuleben. Wir beginnen mit 11 gegen 11. Anton und Joe hier sind die Trainer. Du spielst mit beiden. Klingt gut. Dann mal los. Joe hat eine angenehme Stimme, muss ich sagen. Hat mir gefallen. Entschuldigung. Wie gesagt, ich kann nicht immer den Mute-Knopf so schnell drücken. Oh, es kommt immer sehr plötzlich. Okay, 11 gegen 11 auf Weltklasse. Uiuiuiui. Ich hoffe, wir spielen nur Alexander. Mal gucken. Erstes Training. Oh, und ich bin zum Glück nur Alexander. Okay, wir sind eine Ein-Mann-Spitze, so wie es aussieht. Schlechter Pass. Geht hier hin und her. Jetzt über die linke Seite. Über unsere linke Seite natürlich. Schön abgefangen. Ja, spielt sich da fest. Foul, aber Glück gehabt. Gucken, wie das hier vorangeht. Wir sind echt eine Einzelspitze da vorne. Wir können hier die Ball nicht erobern. Werden vielleicht noch ein bisschen geschubbt. Aber so gehört das im Training dazu. Der Neuling wird hier erstmal ordentlich angepackt. Das hört sich jetzt falsch an, ist aber anders gemeint. Kriegen hier den Ball raus. Ja, Kopfball noch nicht ganz da. Und die Mannen in den orangenen Trikots sind hier am Drücker. Gibt wahrscheinlich nur eine Halbzeit. Und dann wechseln wir auf die andere Seite. Flanke kommt, Kopfball gehalten. Schöner Pass, nur hier ist leider keiner. Müssen wir erstmal warten. Schön. Können den Ball rüberspielen, müssen wir leider machen. Schön wieder. Ah, wäre ja abseits gewesen. Ja, ja, ja. Alles gut. Aber wir mussten den Pass irgendwann spielen. Ja, müssen hier den Ball erobern. Sehr gut. Haben wir gut gemacht. Jetzt vielleicht der Ball. Ah, schade. Natürlich super gewesen. Jetzt hier viel Ballbesitz gehabt. Ball wieder verloren. Jetzt geht es in die andere Richtung. Über die rechte Seite. Schönes Passspiel hier. Wieder zurück. Schöne Kombinationen. Und jetzt aufgehalten. Ah, da wäre der schnelle Pass gewesen. Gibt aber hier Einwurf. Oh, der Pass kommt an, Mr. Alexander. Geht hier vorbei. Wartet ab. Spielt die Flanke. Ah, schade. Wäre super gekommen. Aber abgewehrt. Ist vielleicht die Ecke. Schade, nicht gut gespielt. Müssen wir gucken, was wir hier machen können. Ah, kombinieren sich hier gut raus. Rechte Seite jetzt frei, aber wird abgefangen. Ah, schade, Ball verloren, aber wieder zurückerobert. Jetzt vielleicht der Pass. Jawohl, da kommt er durch die Lücke.
Schön gespielt, schöne Vorlage von Mr. Alexander, super. Das war klasse gespielt, super. So will ich das sehen, so soll das sein, so können wir uns hier profilieren. Indem wir ein bisschen Druck aufbauen. Klasse, wieder super gespielt, schön außen gesehen. Jetzt gehen wir hier in die Spitze. Fordern den Ball. Oh, schade. Schade, schade. Wir sind auf jeden Fall jetzt da. Wir sind da, haben eine Vorlage gemacht. Da kommt vielleicht die nächste Vorlage. Ah, oh, schade. Ein bisschen eng da vielleicht. Ja, da kommt der Ball. Alexander! Nein, warum nimmt er den nicht mit dem Kopf und nickt ihn einfach rein? Warum? Aber gute Chance, schön rausgespielt, schön freigelaufen, schön zweiter Pfosten. Das Ding leider nicht gemacht. Schön gespielt, wieder auf Alex Hunter, muss jetzt hier abbrechen, kriegt aber den Einwurf, jawohl. So muss das sein. Ah, schade. Ah! Oh! Okay, da können wir jetzt nichts mehr machen als Stürmer. Können wir noch ein bisschen mit zurückarbeiten. Jetzt können wir hier rangehen, bisschen unter Druck setzen. Jetzt geht's hier über die rechte Seite. Flanke kommt, Torwart wehrt ab. Sehr gut. Aber der Ball ist noch warm. Der Druck ist da. Ball immer noch auf der rechten Seite. Jetzt abgefangen. Jetzt vielleicht was schnell. Jawohl. Und jetzt gucken, dass sich hier Alex Hunter mal durchsetzt. Geht hier in die Mitte. Geht hier vorbei. Spielt den Pass. Schön. Schön, schön, schön. Da kommt die Flanke auf Hunter. Schade. Jawohl. Und da steht 2-0. Schönes Ding. Mal aus der Distanz von Vasquez draufgehalten. Ui, schade. Gibt Vorteil. Ja, ja. Oh, da kann er eigentlich nicht spielen, aber er tut es trotzdem. Ah, zum Glück kann er den nicht mitnehmen. 2 Minuten Nachspielzeit gibt es hier. Sind drinnen, machen ja ein gutes Match bei Verteiler. Chancenerarbeiter. Und irgendwann kommen wir schon zu unseren Toren. Da ist das erste Trainingsspiel vorbei. Und ich denke mal, dass wir jetzt die Seiten wechseln werden. Und jetzt diesen Rückstand aufholen müssen, denke ich mal. Auf jeden Fall solides, gutes Training. Eine Vorlage gemacht, eine Chance kreiert und eine selber gehabt. Leider nicht genutzt. Das wäre natürlich super gewesen, aber er nickt ihn halt leider nicht ein. Ja. Wie gesagt, jetzt bei den Orangen. Wie ich es mir gedacht habe. Position Mittelstürmer. Los geht's. Gelb hat jetzt natürlich den Aufschwung. Und wir holen uns hier den Ball. Müssen hier natürlich jetzt erstmal warten. Schade. Alles ein bisschen zu eng gewesen. Ah, da haben wir schön den Mann unter Druck gesetzt. Und hier den Ball erobert. Ja, da ist er zu vielen ausgesetzt. Jetzt vielleicht der Pass. Auf die Außen. Schade. Wir bleiben hier mal ein bisschen zurückgezogen. Ja. Jetzt sind die Mann hier schön unter Druck. Aber sie spielen sich auch gut frei. Aber wir haben jetzt wieder den Ball. Super. Boah, aber da kommt der Druck wieder zurück. Balleroberung auf der linken Seite.
Vorteil abgewartet. Uiuiui. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen bewegen. Jawohl. Schade. Nochmal die Chance, jawohl. Schön. Jetzt der Pass. Ja, ein bisschen schlecht. Hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Aber alles ist gut. Jetzt hier vielleicht über die andere Seite. Nee, leider wieder alles zugestellt. Gutes Passspiel hier. Können jetzt hier vielleicht mal vorbeigehen. Jawohl, spielen den Pass. Schönes Ding. Schade. Ah, da muss man auch abgezockt sein, den so zu spielen. Schöne Kombination über die linke Seite. Torwart muss dahin. Jawohl, hat er sicher. Gar kein Problem. Schön auf die andere Seite verlagert das Ganze. Ja, schade, Ball verloren. Schönes Passspiel. Jawohl, Ball erobert. Sehr gut. Alex kommt hier nicht an seinem Mann vorbei. Schade. Er kann hier alle unter Druck setzen, dass wir vielleicht den Ball kriegen. Wenn er nicht ganz funktioniert. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. 20 Minuten bleiben uns noch. Hier vielleicht noch was Zählbares zu machen. Jawohl. Da geht's rund gegen 3. Schöner Pass. Super. Oh, schade. Ecke kommt. Ach, wieder den Ball verloren. In so einer Situation. Schade, schade. Jetzt geht's wieder zurück. Ah, der Ball gehört wieder uns. Ui, das war ein klares Foul. Ui, keine Abseits, glaube ich. Doch, minimal. Das hätte ich gerne in der Zeitlupe gesehen. Ich glaube nicht, dass das Abseits war. Ja, den Ball haben wir sehr schön. Druck kommt. Aber super rausgespielt. Jawohl. Ja, da können wir nichts machen. Gegen 3 Mann, was sollen wir da machen? Geht jetzt hier in die andere Richtung. Kriegt er vielleicht noch den Ball? Ja, aber leider doch schon wieder vorbei. Das Ganze. 8 Minuten noch, plus Nachspiel. Ball gerettet. Geht hier raus auf uns. Wir können den Ball aber nicht erobern. Jetzt spielen sie sich hier wieder in einen Rausch, die Gelben. Aber aufgehalten. Was sollen wir da machen bei diesen Bällen? Also da sind 3 Mann um uns rum. Er spielt uns den Ball. Und dann läuft er los wie eine Ente. Weiß ich nicht. Wie sollen wir da den Ball halten? Jetzt kommt Gelb. Gefährlich vors Tor. Schade. Ja, muss ihn jetzt hier schlagen. Komm fast dran. Also dieses Spiel, diese Hälfte ist nicht unsere. Wir werden hier nicht gut eingesetzt. Kriegen hier mehr oder weniger eins vor den Latz. Kommen hier zu keiner wirklichen Torchance. Selber.
können auch keine gefährlichen Akzente setzen, sodass die zweite Hälfte hier runtergeht. Vielleicht jetzt nochmal einen gefährlichen Angriff starten. Nein, da wird er wieder abgebrochen. Und damit war es das, würde ich sagen. Aber vielleicht, ne, da pfeift er ab. Zweite Hälfte war nicht unsere. Ach, Stellungsspiel, weiß ich nicht, ist immer schwer einzuschätzen. Aber wir wurden nicht eingesetzt, das lief mit dem Gelben besser. Mal gucken, wo wir da jetzt sind. Und wo wir da jetzt stehen. Erste Hälfte war super, zweite nicht so. Keine Chance, trotzdem super Pässe gespielt. Aber naja. Wähle eine Mentorgruppe. In jeder Mentorgruppe kann Alex den Schwerpunkt auf bestimmte Fähigkeiten legen. Okay. Ja, eigentlich müssten wir Antons Gruppe nehmen. Aufgrund dessen, dass wir eigentlich hier als Mittelstürmer eingesetzt werden. Das ist interessant. Aber ich glaube, mit Marcelo, Kroos, Varane und Isco waren wir auf jeden Fall besser dran. Das liegt uns besser. Wir machen hier die offensive Antons Gruppe, obwohl ich Jos Stimme besser finde. Machen wir hier Antons Gruppe Schwerpunkt Offensive und Ballkontrolle. Das hat besser geklappt, weil wir Isco eine Vorlage gegeben haben und selber eingesetzt wurden. Und wir mit der Antons Gruppe 2:0 gewonnen haben, gehen wir hier mit Antons Gruppe. Bueno. Alles klar. Angriff ist die beste Verteidigung. Alte Fußballweisheit. Bin ich dabei. Tore schießen ist nur eine Facette des Stürmerlebens. Du brauchst das Talent, Räume für dich zu schaffen und die Kondition für weite Wege. Auch und gerade am Ende eines sehr anstrengenden Spiels. Da hat er recht. Erstes Training bei Real ist vorbei. Zwei Halbzeiten 11 gegen 11, jeweils in der anderen Gruppe. Und ich würde sagen, dass jetzt erstmal für diese Folge gewesen. Wir gucken nochmal, was wir hier freigeschaltet haben. Okay, wir haben das Adidas Tango Trikot. Das heißt nicht Trikot, sondern Trikot. Entschuldigung. Wer hasse das? Sakko natürlich bei Real gesetzt. Alle wie in der Premier League kommen hier im Sakko an. Zumindest der Premier League glaube ich nicht, aber auf jeden Fall in Spanien. Gucken wir mal. Schwarze Hose haben wir freigeschaltet. Wir lassen Alex erstmal so. Neue Schuhe freigeschaltet. Jetzt müssen wir natürlich wieder die Schuhe ändern, ne? Das passt ja nicht zu Real. Zum schönen weißen Trikot. Dass jedes Mal dreckig wird und du es danach wegschmeißen kannst. Aber gut. Gucken wir mal, wie die aussehen. Ah, das kommt schon mal. Das kommt schon mal cool. Mit Messi-Akzenten. Natürlich vielleicht nicht gern gesehen bei Real. Gucken, die kommen auch super. Das kommt schon mal besser. Ah, nee, die waren schon gut. Gucken mal, wir haben die Predator Shadow Mode. Kommen wahrscheinlich auch geil. Ah, die gefallen aber besser.
gucken wir mal. Nee. Steht überall Messi drauf. Ich glaube, wir haben unsere Schuhe gefunden. Ja, wir haben unsere Schuhe gefunden. Wir haben unsere Schuhe gefunden. Und ich würde sagen, für diese Folge war es das wieder. Wir haben noch einen Eintrag. War klar, dass Liverpool Danny Williams loswerden will. Der ist halt nicht gut genug. Was? Michael erzählt ihm, wenn das wahr ist, erzählt ihm Michael was von einer Vertragsverlängerung. Und wir lesen hier gerade, dass Liverpool ihn loswerden will? Wenn Daniel Williams bei Liverpool nie spielen darf, kann ich den auch nicht beurteilen. Hashtag eine Chance für Danny. Okay, Peter Dott ist auch auf seiner Seite. Danny Williams ist talentiert. Aber die Konstanz fehlt ihm. Und das könnte ihn die Vertragsverlängerung bei Liverpool kosten. Eieiei, also Gerüchte. Mr. Alexander zeigt tolle Pässe, holt sich eine Vorlage im Trainingsspiel. Das soll es gewesen sein für diese kleine Trainingsfolge. Länger als die andere, auch deswegen, weil wir so viele Szenen hatten und so viel passiert ist. Vielen Dank, wir gucken, wie es in der nächsten Folge mit welchem Charakter weitergeht. Wir haben ein gutes Training gemacht. Gerüchte um Dannys Vertragsverlängerung stehen an. Und das erste Spiel wahrscheinlich für Alexander im Real-Trikot. Mal gucken, wie er sich schlagen wird. Wir sind gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Vielen Dank und Wiederschauen. Reingehauen. Ciao.